Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, guten Morgen. Guten Morgen auch an den Online-Raum, der heute natürlich deutlich geringere Beteiligung auf als das sonst. Dafür stärkere Beteiligung hier im Hörsaal. Auch nicht so wahnsinnig viel mehr Beteiligung. Hier liegen auch noch einige Klausuren drin. Also nutzen Sie die Gelegenheit, wenn Sie Ihre Klausur noch nicht geholt haben. Frau Nolte ist dankenswerterweise noch ein paar Minuten da. So Viertel vor machen wir dann sozusagen Geschichte im Schach und die Klausuren wieder weg, weil wir davon ausgehen, dass Sie einige Klausuren gefunden haben, mitgenommen haben. Vielleicht zum Ablauf der Besprechung. Sie haben ja die Nachricht schon bekommen, sowohl auf der Webseite als auch per E-Mail, dass am Freitag 14 Uhr online eine Besprechung stattfinden wird. Sie loggen sich da einfach ein, wenn Sie Interesse daran haben. Die Teilnahme der Besprechung ist keine Voraussetzung für die Demonstration. Ja. Also es ist nicht notwendig, dass Sie dorthin gehen. Ich würde Ihnen aber empfehlen, ja, dahin zu gehen, weil Sie dann gewisse Elemente natürlich besser verstehen, sozusagen besser verstehen auch, wie wir zum Ergebnis gekommen sind und das Ganze dann einordnen können. Sie wissen dann ganz genau, wie der Erwartungshorizont von uns war. Dann wissen Sie auch sozusagen, warum Sie gewisse Punkte eben nicht bekommen haben oder eben gerade bekommen haben, wenn Sie gutes Ergebnis haben. Zur Demonstration, Sie haben dann eine Woche Frist. Frau Nolte schreit mich an, wenn ich was Falsches erzähle. Also eine Woche Frist und können dann sozusagen Ihren Demonstrationsantrag begründen und bei uns einreichen. Und dann geht es seinen Gang, ja, wenn Sie demonstrieren wollen. Wenn Sie glücklich sind mit Ihrer Note, freuen wir uns natürlich, wenn Sie nicht demonstrieren und dass Sie glücklich sind mit Ihrer Note und gratulieren natürlich herzlich dazu auch. Gut, so viel dazu. Gibt es Fragen zu dem Vorgehen jetzt? Nee? Gut, wunderbar. Das heißt, wenn Sie Ihre Klausur jetzt in Händen haben, oder noch nicht in Händen haben, könnte es jetzt noch kommen, aber ich sehe da oben einen Rucksack noch. Wenn Sie noch Ihre Klausur abholen wollen, dann hier vorne hätten wir es sortiert, falls Sie die Klausur noch haben wollen. Ansonsten müssen wir halt dann bei uns am Lehrstuhl vorbeikommen. Gut, dann vielen Dank nochmal für die Geduld im Online-Raum, ja, dass wir ein bisschen verzögert anfangen. Aber Sie sollen natürlich auch Ihre Klausur endlich in Händen halten. Gut, wir machen heute weiter mit einem ganz, also relativ neuen, ganz neu ist er nicht mehr, aber relativ neuen Bereich im Bereich des Leistungsstörungsrechts, nämlich dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht für Verbraucherverträge über digitale Produkte. Ja, das ist jetzt, klingt sperrig. Liest sich auch sperrig, wenn wir die Vorschriften lesen, ist ähnlich. Ja, wie das Einkommensteuerrecht oder wie das Verbraucherschutzrecht, Widerrufsrecht, einfach sperrige Vorschriften, aber auch keine Hexerei. Ja? Also alles relativ machbar. Ja? Also brauchen Sie keine Angst davor zu haben. Da kommen Sie, wenn Sie sich die Vorschriften einmal durchlesen und auch die Weichenstellungen, wann sind Sie im allgemeinen Leistungsstellungsrecht bei Verbraucherverträgen über digitale Produkte und wann sind Sie im besonderen Kaufrecht für Waren mit digitalen Elementen. Ja? Also das ist sozusagen das Abgrenzungskriterium. Wenn Sie sich das genau anschauen, einmal verinnerlichen, dann wissen Sie auch, wie Sie in der Klausur mit solchen oder auch in der Praxis mit solchen Dingen umgehen, wenn Sie Produkte gekauft haben, die entweder digitale Produkte sind oder Waren mit digitalen Elementen sind und Sie nicht dementsprechend oder in den Zustand sind, den Sie vertraglich zugesichert bekommen haben, beispielsweise. So, und heute schauen wir uns eben diese Verbraucherverträge über digitale Produkte an, schauen uns ganz genau an. Was ist das überhaupt? Was ist ein digitales Produkt? Wann sind die Vorschriften über die digitalen Produkte überhaupt einschlägig? Und wie sieht das mit dem Leistungsstörungsrecht aus? Wir haben uns ja sehr, sehr lange unterhalten über das System der Pflichtverletzung bei Leistungsstörungen. Wenn Sie Ihre Klausur noch haben wollen, da ist sie drin, vielleicht, genau, ja, vielleicht kriegen wir das noch hin und dann haben Sie Ihre Klausur auch gleich noch mit dabei.
Also Leistungssteuerungsrecht haben wir jetzt umfassend gemacht, 281 rauf und runter in Verbindung mit Absatz 1, Absatz 2, Absatz 2, Absatz 3 in den jeweiligen Konstellationen bei möglicher Leistung, bei unmöglicher Leistung, bei Nebenpflichtverletzung. Das haben wir alles gemacht. Und jetzt kommt dann so ein neues Leistungsstörungsrecht daher für digitale Produkte bei Verbraucherverträgen, das jetzt irgendwie so ein bisschen daneben steht, also ein neues System aufbaut, zum Teil aber doch noch das allgemeine Leistungsstörungsrecht, das ganz normale Leistungsstörungsrecht mit in Bezug nimmt. Und das zu verstehen, wie das genau zusammenhängt und wo es speziellere Bestimmungen in diesem Verbrauchervertragsrecht bei digitalen Produkten gibt, das werden wir heute machen. Und vielleicht auch ein bisschen darüber sinnieren, warum es vielleicht keinen Rücktritt gibt und keine Kündigung in diesem Bereich, sondern eine Vertragsbeendigung, was das denn genau ist und ob der Gesetzgeber vielleicht nicht doch besser das ins allgemeine Leistungsstörungsrecht hätte einbinden können. Aber darüber werden wir uns Gedanken machen heute. Also allgemeines Leistungsstörungsrecht bei Verbraucherverträgen, und über digitale Produkte schauen wir uns an. Und da wollen wir als erstes mal wiederholen, was wir schon gemacht haben im letzten Semester, nämlich was sind denn Verbraucherverträge überhaupt? Und wir wissen ja, Verbraucherverträge, die waren definiert als Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. Also nicht Verträge in der C2C, Consumer zu Consumer, also Verbraucher zu Verbraucher-Konstellation, sondern Unternehmer-Verbraucher-Konstellationen, B2C, ja, Business to Consumer. Da ist die Frage, wo war das nochmal definiert, dieser Verbrauchervertrag? Haben Sie das noch im Kopf, wo der Verbrauchervertrag definiert ist? So komisch versteckten Stelle, ja. 312, ja, da haben wir den Anwendungsbereich des Verbraucherschutzrechts, genau, 312. Ja, da heißt es aber von Vorschriften Kapitel 1 und 2, dieses Untertitel sind auf Verbraucherverträge anzuwenden, aber Verbraucherverträge, der Begriff ist da nicht definiert. Was steht denn neben dem 312 Absatz 1? Was steht da für eine Norm? Haben Sie sich sicherlich hingeschrieben, Verweis? Steht bei Ihnen was? 310 Absatz 3, genau, da schauen wir mal rein. Was das ist, das ist eigentlich AGB-Recht, ja, Anwendungsbereich im AGB-Recht. Aber an versteckter Stelle im AGB-Recht finden wir eine Legaldefinition der Verbraucherverträge. Bei Verträgen zwischen dem Unternehmer und einem Verbraucher, das heißt Verbraucherverträge, finden die Vorschriften des Abschnitts mit folgenden Maßgaben Anwendung. Und dann kommt das, was wir im AGB-Recht gelernt haben, wann das AGB-Recht modifiziert, morgen modifiziert zur Anwendung kommt. Sie wollen wahrscheinlich auch eine Klausur abholen. Ja. Die ist schon wieder weg, da müssten Sie dann an den Lehrstuhl gehen. Da ist mein Sekretariat und da müssten Sie es abholen. Leider, wir haben es schon wieder mitgenommen. Sorry. Gut. Gut. Also, 310 Absatz 3 enthält sozusagen eine Legaldefinition des Verbrauchervertrags. Also ein Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. So, und wo ist jetzt definiert, wer Unternehmer und Verbraucher ist? Das steht bei Ihnen neben dem 310 Absatz 3 wahrscheinlich auch da. Ja? 13 und 14 BGB, genau, 13 und 14. Da haben wir gesehen, der Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Das heißt, überwiegend nicht gewerblich oder selbstständig beruflich, das heißt, überwiegend privat. Ja? Überwiegend privat muss der Geschäftszweck sein, dann haben wir einen Verbraucher und den Unternehmer haben wir eben, wenn es sozusagen ein gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Tätigkeit bezweckt ist mit dem Geschäft. Das heißt, wir haben schon gesehen, der Unternehmer und der Verbraucherbegriff, die sind definiert in 1314, da haben wir jetzt auf der nächsten Folie drauf, aber in diesem Verbraucherschutzrecht, ja, hier haben wir es auch nicht, Mist, wo haben wir das Unternehmer-Verbraucher? Ich glaube, ich hätte es auch. Okay, egal. Also Unternehmer-Verbraucher-Begriff haben wir situativ geregelt. Je nach Zweck des Geschäfts ermitteln wir, ist die Partei Unternehmen. Ja? Unternehmer ist sie dann, wenn sie für ihren gewerblichen beruflichen Zweck handelt, oder ist sie Verbraucher. Verbraucher ist sie dann, wenn sie überwiegend zu privaten Zwecken handelt und eben nicht zu gewerblichen oder unternehmerischen Zwecken. So, die Frage ist, was ist jetzt mit sogenannten Dual-Use-Sachen, also Mischverträgen? Der Hochschullehrer, der seinen Laptop kauft, den er privat nutzt und den er aber auch im Hörsaal dabei hat. Ist das jetzt sozusagen überwiegend beruflich oder ist es überwiegend privat? Und was machen wir sozusagen bei so Mischkonstellationen? Ist das sozusagen, bin ich Verbraucher, wenn ich so einen Kaufvertrag abschließe oder bin ich Unternehmer, wenn ich so einen Kaufvertrag abschließe? Was hat man da gesagt bei diesen Dual-Use-Problematiken? Wissen Sie es noch? Was wir, ja?
Genau, und so ein Sack, wenn angenommen werden kann, dass überwiegend privat genutzt ist, ja, dann ist natürlich Verbrauchereigenschaft gegeben. Und wenn überwiegend beruflich genutzt, dann eben Unternehmerbegriff. Völlig klar, ja, genau. Also steht hier noch nicht, aber sozusagen im Gesetz steht es ja auch. Wenn wir einfach nur subsumieren, es kommt auf den Zweck des Geschäfts an. Und dann ist die Frage, wie wird was ist der Zweck des Kaufs? Dient der überwiegend privaten Zwecken, dann Verbrauchereigenschaft, oder dient der überwiegend beruflichen Zwecken, dann Unternehmereigenschaft, also kein Verbraucher. Das ist sozusagen, bemisst sich danach, wie dieser Laptop beispielsweise genutzt wird. Ja, wenn er privat genutzt wird, überwiegend, dann ist er halt Privatgerät, aber nicht Verbraucher. Wenn er beruflich genutzt wird, wird er halt unternehmerischer Laptop sein. Also im Zweifel die Verbrauchereigenschaft zu verneinen sein, dann werde ich halt ein Unternehmer als Unternehmer behandeln. Gut, also wir haben Verbraucherschutz geregelt, die Verbraucherverträge geregelt in 310 Absatz 3, Verbraucher- und Unternehmerbegriff in 1314, situativer Begriff. So, das Verbraucherschutzrecht allgemein, und das sehen Sie jetzt hier auf der Folie, das dient verschiedenen Zwecken. In erster Linie dient es dazu, aus einer typisierten, generalisierten Perspektive die schwächere Partei zu schützen vor der stärkeren Partei, also so eine Art Kräftegleichgewicht wiederherzustellen, beziehungsweise ein Kräfteungleichgewicht zu beseitigen. Und typisiert ist im Verbraucherschutzrecht eben der Verbraucher, der arme Kleine, der schutzwürdig ist, und der Unternehmer ist eben der große, böse, starke, der eben sozusagen keines Schutzes bedarf, der sozusagen in die Schranken gewiesen werden muss, weil er sonst die Verbraucher ausnimmt wie eine Weihnachtsgans. Ja? So wird das gehandhabt. Und diese typisierte Schwäche der Verbraucher, die kommt aus verschiedenen Bereichen. Die kommt natürlich daher, weil sie vielleicht ihre Rechte nicht kennen, sich nicht komplett über die Produkte informieren. Wenn sie im Internet irgendwelche Produkte kaufen, dann können sie die Ware nicht anfassen, nicht prüfen, nicht auf Qualität prüfen. Also auch da ist ein Informationsungleichgewicht. Also die Verbraucher wissen einfach weniger als der Unternehmer weiß. Und deswegen müssen sie geschützt werden. Oder sie sind wirtschaftlich schwächer als die Unternehmer. Ja? Wenn Sie sich vorstellen, großes Unternehmen, ja, das irgendwie Produkte auf den Markt wirft, und ein armer kleiner Verbraucher, der alleine gegen den großen Konzern steht. Das ist das Bild, das dem Verbraucherschutzrecht unterliegt. Dass das im Einzelfall natürlich nicht so sein muss, ist klar. Ja? Dass auch der Unternehmer mal der Schwächere sein kann, der Verbraucher der starke, finanziell schlagkräftig ist auch klar, aber das Verbraucherschutzrecht typisiert eben, dass man schert sozusagen alle Verbraucher rein kann. Sagen, Verbraucher sind schwach, typisiert, die müssen geschützt werden, fertig. Und Unternehmer sind stark, die müssen sozusagen in die Schranken gewiesen werden. So, und das will das Verbraucherschutzrecht, diese Situation will das Verbraucherschutzrecht korrigieren. Das Verbraucherschutzrecht will Informationsdefizite ausgleichen, Kräfteungleichgewichte ausgleichen, um eine Vertragsparität herzustellen, sozusagen, sagt man so schön, dass die Parteien, eben Unternehmer und Verbraucher, auf Augenhöhe miteinander einen Vertrag schließen können und das Aushandlungsergebnis eben auf Augenhöhe auch passiert. Ja, also dass nicht irgendwie Vertragsschlüsse zustande kommen, die ein Verbraucher eigentlich gar nicht wollte, aber akzeptieren musste, weil er eben der Schwächere ist und auf die Ware angewiesen ist. So. Das will das Verbraucherschutz. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die wir auch schon kennengelernt haben. Verhaltenspflichten, ja, Sie müssen informiert werden, sofort, wenn die Bestellung eingegangen ist, kriegen Sie automatisierte Bestellbestätigung, wenn Sie im Internet bestellen haben. Das ist eine Verhaltenspflicht. Informationspflichten gibt es, die werden über Widerrufsrechte belehrt. Widerrufsrechte gewährleisten Ihnen die Möglichkeit, sich von dem Vertrag wieder zu lösen. Machen wir dann in der Einheit 9, die wir noch durchnehmen werden. Dann sehen wir Normierung zwingenden Rechts, haben wir auch schon kennengelernt, mit 476, dass wir in AGB gewisse Regelungen treffen können oder auch in Kaufverträgen gewisse Haftungsausschlüsse vereinbaren können, aber eben nicht gegenüber Verbrauchern. Also gegenüber einem Verbraucher kann man, einem Verbrauchervertrag kann man diese Haftungsausschlüsse eben nicht vereinbaren. Auch das ist ein Schutzaspekt, den das Verbraucherschutzrecht mit beinhaltet. So. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Regelungssystematik des Verbraucherschutzrechts an, das wir jetzt neu für digitale Produkte im Gesetz haben. Und das ist geregelt in den 327 fortfolgende. Und wenn Sie da einfach mal durchblättern, dann sehen Sie 327 fortfolgende, da kriegen Sie schon Zustand. Ja? Wenn Sie alleine nur diese Vorschriften sehen,
327 fortfolgende, da fängt es dann an, der Anwendungsbereich. Das ist schon mal wieder, das geht schon wieder über eine ganze Seite, ja. Und danach kommen diese Kleinbuchstaben, 327 A, B, C, D, E, sogar Produktmangel bei E, bis was geht's, J, K. Wenn Sie da einfach durchblättern, Minderung O, ja, bis S, was haben wir noch? Ja, bis T gibt es sogar noch, ja. Für besondere U sogar. Also 327 U, 327 bis 327 U. Da sagen Sie auch echt, furchtbar, ja, furchtbar. Warum haben wir das so komplex da drin? Ja, weil wir natürlich einen Regelungsauftrag haben, der da umgesetzt werden musste. Ja, und dieser Regelungsauftrag, der kam natürlich nicht vom deutschen Gesetzgeber, sondern der kam von der Europäischen Union. Und das hat eben gewisse Zusatzbestimmungen notwendig gemacht. Und die müssen ja irgendwo eingepflegt werden. Und damit Sie sich nicht ständig neu umorientieren müssen und zum Beispiel im Deliktsrecht, Hausnummer im Deliktsrecht oder Hausnummer im Kaufrecht, das ist merken können, 33. des Kaufvertrags, 28. deliktsrechtlicher Generalklausel, erste Generalklausel, ja, dass Sie diese Hausnummer immer wieder finden, ja, und das sich nicht verschiebt nach hinten, weil plötzlich irgendwie 327 bis 327 U eingepflegt werden und die Zählung nach hinten schieben, gibt es halt eben diese kleinen Buchstaben. Das ist alles nicht schön und ist auch grässlich zu lesen. Ja? Also wenn man sich das anschaut, ja, diese Seiten, weil also schneller Zugriff sieht anders aus aufs Gesetz. Also wenn Sie sich irgendwie schnell ermitteln wollen, was habe ich denn jetzt für Rechte, wenn ich ein digitales Produkt gekauft habe und dieses digitale Produkt nicht den geschuldeten Anforderungen entspricht. Ja? Sie haben online irgendwie einen Film gestreamt oder wollen ihn streamen. Ja? Und der Stream reißt ständig ab. Und Sie müssen sich ständig neu anmelden. Dann ist das irgendwie doof, weil Sie ja Geld dafür zahlen, dass Sie streamen dürfen. Und wenn das dann nicht funktioniert und Sie wollen schauen, was habe ich denn für Rechte? Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt ein digitales Produkt bestellt habe? Ist das überhaupt ein digitales Produkt? Was muss ich denn schauen? Was ist jetzt, wenn Produktmangel vorliegt? Dann schauen Sie in den 327e. Und wenn Sie dann diese Vorschrift lesen und sich denken, oh Gott, geht auch über 1,5 Seiten, ja? Und dann schnell Zugriff wollen und zu sagen, ist das jetzt ein Produktmangel? Was muss denn das Produkt denn überhaupt leisten, damit es mangelfrei ist? Dann werden Sie natürlich sehen, es dauert ein bisschen, bis Sie das sozusagen den Inhalt erfasst haben. Ja? Und das ist natürlich unschön. Aber so ist es halt. Aber, und das ist jetzt beruhigend für Sie, wenn Sie sich einmal diese Systematik durchgelesen haben, nehmen Sie sich mal wieder, wie im Verbraucherschutzrecht auch oder im AGB-Recht. Nehmen Sie sich einfach mal einen Nachmittag und lesen Sie das Zeug einfach durch, markieren Sie sich die entscheidenden Punkte, die relevant sind, ja. Und dann haben Sie das Zeug erfasst, ja. Dann haben Sie es drin, ja. Dann finden Sie es auch schnell wieder, ja. Und machen Sie sich einmal aus der Vogelperspektive klar, wie ist die Regelungssystematik? Was passiert, wenn das Produkt gar nicht bereitstellt? Was für Rechte habe ich dann? Was passiert bei einem Produktmangel? Welche Rechte habe ich dann? Könnte man auch in das allgemeine Leistungsstellungsrecht übersetzen, was passiert bei nicht Leistung, was passiert bei schlechter Leistung. Könnte man machen, hat man jetzt nicht gemacht. Sie schauen mal, was passiert, wenn nicht bereitgestellt wird, was passiert, wenn Produktmangel vorliegt. Ja? Das schauen Sie sich halt dann an. Aber das System ist sozusagen ganz ähnlich aufgebaut. Sie müssen nur die richtigen Hausnummern finden und die Begriffe richtig zuordnen. Das heißt, nehmen Sie sich einfach mal die Zeit, wenn wir mit der Einheit fertig sind, wenn Sie das mal nacharbeiten, ja, dann schauen Sie, dass Sie sozusagen diese Systematik, die wir hier gemeinsam erarbeitet haben, dass Sie sich die nochmal im Gesetz verdeutlichen. Lesen Sie sich einfach durch, markieren Sie sich die relevanten Punkte, die Sie sich auch markieren dürfen, machen Sie die Querverweise, die Sie brauchen, ja, und dann haben Sie das sozusagen in der Tasche. Ja, dann ist das keine Hexerei, dann ist das zwar eklig zu lesen, aber wenn Sie es einmal gelesen haben, sich markiert haben, dann reicht es ja auch. Dann wissen Sie, wo Sie hinschauen müssen. Ja. Also das ist sozusagen, um Ihnen die Angst davor zu nehmen und auch diese Zurückhaltung, die Abneigung gegenüber dieser fürchterlichen Vorschriften da, machen wir das. Jetzt einfach mal ganz entspannt so. Ja. So, also in 327 fortfolgend ist es geregelt, sind besondere verbraucherschützende Bestimmungen, die zusätzlich zu den allgemeinen verbraucherschützenden Bestimmungen gelten, teilweise abweichende Bestimmungen enthalten, ist anwendbar seit 01.01.2022, also gilt schon eine Weile. Also ganz neu ist es nicht mehr, aber es gilt schon eine Weile und Sie könnten sich auch, wenn Sie einen Streaming-Anbieter beispielsweise wie Netflix abonniert haben, ja, wenn Sie ein Abo haben und dann funktioniert was nicht, dann können Sie sich auch auf diese Rechte, die Sie dort haben, berufen. Ja? Also gar nicht so doof. So, worauf basiert diese Regelung? Ich habe schon gesagt, das ist jetzt nichts, was aus der deutsche Gesetzgeber sich ausgedacht hat, sondern das Ganze basiert auf einer Richtlinie, der sogenannten digitalen Inhalte-Richtlinie.
die wir natürlich bei der Auslegung der nationalen Umsetzungsbestimmungen, die wir in 327 bis 327 finden, auch berücksichtigen müssen. Also wenn wir mal eine Begriffsauslegung machen müssen und es unklar ist, wie legen wir diesen Begriff jetzt aus, dann müssen wir auch die Richtlinie schauen und dann richtlinienkonform auslegen. Die digitale Inhalterichtlinie, die habe ich im Fall mit hier übrigens. Also jetzt können Sie natürlich draufklicken, aber wenn Sie Folien dann haben, eine Vollharmonisierung. Was ist eine Vollharmonisierung? Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Vollharmonisierung, letzten Semester. Ja. Genau. Kommissionen sagt, ja, das ist sozusagen im Rahmen der Europäischen Union. Da wird sozusagen bei einer Vollharmonisierung das Recht vollständig angeglichen. Es gibt also jetzt keine Abweichungsmöglichkeiten, nicht so ein Mindeststandard. Mindestharmonisierung wäre sozusagen das Gegenstück dazu, sondern es wird vollständig geregelt, was sozusagen das Recht der digitalen Inhalte sozusagen beinhalten soll. Richtlinien. Also Europäische Union hat mehrere typische Typen von Rechtsakten. Sie können Verordnungen erlassen, die sofort in den Mitgliedstaaten gelten, die auch Einzelfallregelungen enthalten, die sozusagen, also Einzelfallregelungen, Einzelregelungsvorschriften enthalten, die so unmittelbar anwendbar sind. Ja, also Sie können bei einer Richtlinie beispielsweise die Zuständigkeiten, grenzüberschreitende Zuständigkeit regeln, können Sie den Zuständigkeits-, also Gerichtsstand dort auslesen. Ja, und dann sagen, die Zuständigkeit beruht auf der Richtlinie. Auf deinen Vorhaben. Bei den Richtlinien ist es anders. Die enthalten jetzt nicht fertige Regelungskomplexe, sondern die sagen, es gibt so gewisse Regelungen, die müsst ihr, liebe Mitgliedstaaten, in euer nationales Recht integrieren. Und das macht die Richtlinie, die Vollharmonisierung, die sagt, in diesem Bereich dürfen ihr, liebe Mitgliedstaaten, nur das machen, was wir mit der Richtlinie vorschreiben. Abweichungen dazu, schärferen Schutzstandard oder maximalen Schutzstandard gibt es nicht. Ihr müsst euch an diese Vollharmonisierung halten, wie wir es euch vorgegeben haben. Das heißt, bei den digitalen Inhalterichtlinien ist es so, der nationale Gesetzgeber, der deutsche Gesetzgeber, darf nicht zugunsten des Verbrauchers oder zum Nachteil des Verbrauchers von den Richtlinienbestimmungen abweichen. Es sei denn, die Richtlinie sieht selber irgendwelche Abweichungsbestimmungen vor. Das heißt, Vollharmonisierung heißt, das, was die Richtlinie sagt, ist auch der Standard, der national umgesetzt werden soll. Das heißt, wenn wir mal eine Auslegungsfrage haben bei den digitalen Produkten und wir nicht genau wissen, wie ist eine Norm zu verstehen, wir ziehen die Richtlinie heran und sehen, okay, der Wortlaut ist ein bisschen weit, dann müssen wir ihn halt richtlinienkonform auslegen. Teleologisch reduzieren möglicherweise, ja, weil der Wortlaut zu leicht ist und Fälle umfasst, die nicht gemeint sind. So, Regelungszweck. Ist also hier dieser digitalen Inhalte-Richtlinie Realisierung eines zunächst Verbraucherschutzniveaus beim Erwerb digitaler Produkte durch einen Verbraucher. Das werden Sie nicht gedacht haben. Verbraucherschutz, also bis hier der Zweck. So, schauen wir uns die Regelungssystematik an. Erstens, wir haben ein einheitliches System des Verbraucherschutzrechts, der Verbraucherverträge über digitale Produkte, 327 bis 327s. Das ist also ein einheitliches System für diese Verträge. Da müssen wir da reinschauen, wenn wir Wirksamkeits-, Vertragspflichten und so weiter uns anschauen. Dann gibt es besondere Regelungen für ein vertragliches Pflichtenprogramm, 327b, 327d und die 327f. Fortfolgende. Und dann gibt es noch eine besondere Regelung des Leistungsstörungsrechts. Und das ist das, was uns interessiert. Also 327c bis 327e, 327g, 327i, fortfolgende. Wenn wir mal reinschauen, beispielsweise 327c, da sehen wir Rechte bei unterbliebener Bereitstellung. Da sehen Sie dann, was die Leistungsstörungsrechte bei unterbliebener Bereitstellung eben sind. Dann sehen Sie bei 327e, was passiert bei Produktmängel. Und Sie sehen 327d, wann ist ein digitales Produkt vertragsgemäß? All das ist sozusagen geregelt. 327f, Aktualisierungen, ja, wie ist es mit Sicherheitsstandards, die Sie beispielsweise beim digitalen Produkt haben? Wer von Ihnen hat einen Cloud-Service, speichert seine Daten in der Cloud? Wer zahlt dafür Geld? Ja, Sie sehen, also sind da einige von Ihnen, ja, Aktualisierung, Sicherheitsupdates, ja, bei Cloud-Services. Das fällt da auch drunter. Ja? Sehen wir ganz genau dann, was da alles drunter fällt. Gut, dann gibt es noch gewisse spezielle Regeln zur Rückabwicklung von diesen Verträgen. Da ist 27
M. Dann schauen wir da mal kurz rein. 327 M, Vertragsbeendigung und Schadensersatz. Also Schadensersatz ist auch in 327 M geregelt, Minderung in 327 N, Nacherfüllung bei 327 L. Sie sehen also, gibt gewisse Formen der Vertragsbeendigung, die auch gesondert geregelt sind zum allgemeinen Kündigungs- oder Rücktrittsrecht. Ja, also wenn Sie einen Vertrag beenden wollen aufgrund eines Produktmangels, eines digitalen Produkts, können Sie nicht in 346 gehen und 323 Rücktritt oder Kündigung 314 aus wichtigen Grund, sondern Sie müssen in die Spezialbestimmungen 327M reinschauen. Rückabwicklung von Verträgen, Vertragsbeendigung ist dann die entscheidende Norm, spezielle Bestimmung. Ja. Und da gibt es gewisse besondere Regeln noch für digitale Produkte zwischen Unternehmern, insbesondere die Rückgriffsansprüche in der Lieferkette. Das kennen Sie jetzt, diesen Begriff Rückgriff in der Lieferkette kennen Sie deswegen noch nicht, weil wir noch kein Kaufrecht gemacht haben. Es gibt es im normalen Kaufrecht auch. Das müssen Sie sich so vorstellen. Sie kaufen ein Produkt, zum Beispiel ein Mikrofon, ja, bei einem Zwischenhändler, der Ihnen das Ding verkauft und das Ding ist mangelhaft. Sie haben beispielsweise immer wieder Tonaussetzer. Wenn Sie Tonaussetzer haben, wollen Sie das Produkt natürlich nicht behalten, sondern Sie wollen Nacherfüllung verlangen, Sie wollen ein neues Produkt haben. Das heißt, der Zwischenhändler, der ja Ihr Verkäufer ist und verpflichtet ist, diese Nacherfüllung zu leisten, der leistet die Nacherfüllung. Dann ist die Frage jetzt aber, was passiert jetzt mit den Rechten, die der Verkäufer hat, die er bei Ihnen erfüllt hat? Muss er jetzt auf den Kosten des mangelhaften Produkts sitzen bleiben? Ja? Bleibt er darauf sitzen? Muss er sozusagen die Mikrofonaussetzer, muss er das tragen, dass das Produkt halt fehlerhaft ist? Oder kann er vielleicht diesen Schaden, den er dadurch erlitten hat, dass er Ihren Nacherfüllungsanspruch erfüllt hat, kann er den weitergeben an den Hersteller des Produkts, der vielleicht diesen Tonaussetzer durch den mangelhaften Produktionsprozess auch verursacht hat? Und das nennt man dann Rückgriff in der Lieferkette. Und da gibt es besondere Bestimmungen im Kaufrecht, die wir machen werden. Und es gibt auch bei den digitalen Produkten entsprechende Regelungen. Morgen. Gut. Also auch da gibt es besondere Regelungen, die wir uns noch anschauen werden. Gut, wichtig ist 327 fortfolgende, wann findet das überhaupt Anwendung? Auf welche Fälle ist das Ding anwendbar? Und da schauen wir einfach mal in den Anwendungsbereich 327 rein. Und dort steht drin, Vorschriften dieses Untertitels sind auf Verbraucherverträge anzuwenden, welche die Bereitstellung digitaler Produkte oder digitaler Dienstleistungen, in Klammern digitale Produkte, durch den Unternehmer gegen eine Zahlung eines Preises zum Gegenstand haben. Absatz 1, Satz 1 sagt also erstmal, Vorschriften bei Verbraucherverträgen und digitale Produkte gelten nur für Verbraucherverträge. Und was Verbraucherverträge sind, wissen wir. Ja? Unternehmerbegriff, Verbraucherbegriff haben wir wiederholt. Jetzt kommen die Folien, ne, die ich vorhin meinte. Mischverträge, Dual-Use-Problematik, das haben wir alle schon durchgenommen. Haben wir jetzt kurz vorhin auch nochmal angesprochen. Das wissen Sie. Ja? Und auch die Problematik Existenzgründer, ist der Unternehmer, ist er kein Unternehmer und so weiter. Das haben wir alles schon gemacht. Also Anwendung auf Verbraucherverträge. Verbraucherverträge sind geregelt in 310 Absatz 3. Das heißt, wenn Sie sich als Gedächtnisstütze vielleicht neben den Begriff der Verbraucherverträge neben, im 327 Absatz 1 dann nochmal den 310 Absatz 3 kommentieren wollen, müssen Sie nicht. Ja? Wenn Sie es wissen, wo das geregelt ist, müssen Sie es nicht. Aber Sie könnten es machen, wenn Sie 327 Absatz 1 den Anwendungsbereich prüfen. Müssen Sie das Tatbestandsmerkmal Verbraucherverträge bejahen. Ansonsten sind Sie nicht im Anwendungsbereich. Und das Merkmal Verbraucherverträge ist legal definiert in 310 Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. So. Das heißt, Verbraucherverträge wird verwiesen auf 310 Absatz 3 und dann sind Sie drin im ersten Tatbestandsmerkmal. Dann brauchen Sie aber auch digitale Produkte. Ja, also einen Verbrauchervertrag, der die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen, digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen, alles beide legal definiert als digitale Produkte. Ja, der Begriff der digitalen Produkte umfasst digitale Dienstleistungen und digitale Inhalte. All das muss Gegenstand des Vertrags sein. Also 327 Absatz 1 Satz 1 spricht von digitalen Produkten und das ist Voraussetzung letztlich für die Anwendbarkeit
der 3027 fortfolgende. Jetzt werden sich die Frage stellen, was sind jetzt digitale Produkte, was sind digitale Inhalte und was sind digitale Dienstleistungen. Gut, da schauen wir einfach mal rein, weil wir da auch im Gesetz was finden. Absatz 2, digitale Inhalte. Unterstreichen Sie sich das einfach? Digitale Inhalte sind, ja, wenn Sie sich diese Begrifflichkeiten unterstreichen, dann sehen Sie auch das nächste Mal, wenn Sie sich nicht mehr so gut erinnern an das, was Sie dort schon mal gelesen haben, dann finden Sie sich gleich zurecht, okay, wir brauchen digitale Produkte, digitale Produkte sind digitale Inhalte, digitale Dienstleistungen. Aha, Absatz 2 definiert uns, was sind digitale Inhalte? Das sind Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden. Okay, dann unterstreichen Sie in Satz 2, digitale Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die dem Verbraucher erstens zur Erstellung, die Verarbeitung, die Erstellung, die Verarbeitung und die Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten ermöglichen oder die gemeinsame Nutzung der vom Verbraucher oder von anderen Nutzern der entsprechenden Dienstleistung in digitaler Form hochgeladenen oder erstellten Daten oder sonstige Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen. So, das ist jetzt höchst abstrakt natürlich, aber wir finden sozusagen hier schon mal eine sehr, sehr, also deutlich kann ich sagen, eine abstrakte Definition der Begriffe digitale Inhalte und digitale Dienstleistung. Ja. Und jetzt müssen wir da immer im konkreten Fall schauen, fällt jetzt unsere konkrete Situation, die wir im Fall behandelt haben, unter die digitalen Inhalte oder unter die digitalen Dienstleistungen? Ja, so, jetzt schauen wir mal, was sind denn Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden? So sagt es ja der Absatz 2, Satz 1, das sind digitale Inhalte. Was sind Daten? Gemeint ist dabei sowas wie Computerprogramme, Anwendungen, irgendwelche Apps, die Sie halt mal kaufen im App Store, ja, wenn Sie irgendwie sagen, boah, Sie wollen jetzt irgendwie, was weiß ich, Karteikarten wiederholen. Und dann laden Sie sich eine App runter, Anki zum Beispiel. Ja, und dann kaufen Sie die Anki-App. Ja, und dann laden Sie diese Daten aus dem App Store runter. Und dann haben Sie die, oder aus dem Play Store, oder wie auch immer, wo Sie es runterladen. Und dann haben Sie dieses Computerprogramm, die Anwendung heruntergeladen. Einmal diese Daten gekauft. Ja, dann haben Sie es heruntergeladen. Das sind Daten, digitale Inhalte. Computerprogramme, Anwendungen, Video- und Audiodateien, Musikdateien, digitale Spiele, E-Books, andere elektronische Publikationen. Wenn Sie sich sagen, zum Beispiel, Sie wollen unbedingt irgendwie ein E-Book lesen. Zum Beispiel, Sie interessieren sich maßgeblich für Abstammung und Elternschaft, wollen da mal so richtig tief einsteigen. Ja. Da gibt es so ein E-Book von Reuss, ja, von so Göttinger, ja, der Theorie des Elternschaftsrechts. Leichte Lektüre, ja, einfach geschrieben, 600 Seiten Elternschaft. Ja. Wenn Sie das wollen, dann können Sie das natürlich in der Bibliothek in Papierform lesen, aber Sie können es auch als E-Book kaufen. Und wenn Sie dann E-Book-Reader haben und online das Ding kaufen, dann kriegen Sie die Datei. Ja, Sie kriegen die Datei. Das ist ein digitaler Inhalt. Ja, ganz klar. Digitaler Inhalt sind solche Sachen. Oder Sie kaufen irgendwie bei irgendeinem Anbieter irgendeinen Film. Ja, den kaufen Sie, den haben Sie dann runtergeladen, den können Sie immer anschauen. Den streamen Sie nicht, den kaufen Sie. Der wird runtergeladen, dann haben Sie ihn auf Ihrer Plattform, Ihre App, was auch immer, irgendwo, wo Sie es abspielen oder auf Ihrem Laufwerk liegen, haben Sie die MP3 oder was auch immer für eine MP4-Datei oder was auch immer das für eine Datei ist. Und die können Sie dann abspielen. Das ist digitaler Inhalt, den Sie erwerben. Einmalig. Ja? Sie erwerben ihn und er wird Ihnen sozusagen zur Verfügung gestellt. Das ist ein einmaliger Verkaufsvorgang sozusagen, ähnlich beispielsweise mit dem Kaufvertrag. Ja? Zum Beispiel das E-Book Theorie eines Elternschaftsrechts von Reuss, ja, 2018 erschienen im Luca Humpler Verlag, ein bisschen Werbung gemacht. Das können Sie in Papierform kaufen. Ja, Sie schließen einen Kaufvertrag ab und kaufen das Buch, zahlen den Preis und haben dann das Buch in der Hand. Oder Sie kaufen es als E-Book und dann haben Sie Dateien in der Hand. Ja? Nicht an der Hand, aber auf Ihrem Rechner, im Speichervideo. So, genau, das sind digitale Inhalte, die Sie sozusagen in digitaler Form, die in digitaler Form erstellt sind und bereitgestellt werden, die Sie eben dann bekommen. So, was sind jetzt digitale Dienstleistungen? Und da ist die Definition ja so ein bisschen abstrakter. Da gibt es mehrere Varianten, die Nummer 1 oder die Nummer 2, Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten in digitaler Form und so weiter, gemeinsame Nutzung von Verbrauchern und so weiter. Digitale Dienstleistung ist also sehr viel breiter.
als der Begriff der digitalen Inhalte betrifft also nicht nur Daten, die bereitgestellt werden und in digitaler Form erstellt werden, sondern betrifft also viel, viel mehr. Es sind nämlich Dienstleistungen, die entscheidenden Passagen habe ich fett markiert, die Erstellung, die Verarbeitung, die Speicherung von Daten in digitaler Form oder den Zugang zu solchen Daten ermöglichen oder Dienstleistungen, die gemeinsame Nutzung in digitaler Form hochgeladen oder erstellte Daten oder sonstige Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen. Cloud-Service ist zum Beispiel wäre sowas. Ja? Die Bereitstellung eines Cloud-Service stellt eine digitale Dienstleistung dar. Sie müssen das nicht zwingend abfotografieren. Sie können die Daten auch runterladen. So. Ja. Weil Sie gerade. Alles gut, da gibt es Irritationen mit dem Handy oder finden Sie das E-Book nicht? Reuss-Theorie an selber. Alles gut oder? Alles gut? Ja, weil Sie ein Foto gemacht haben. Sie müssen es nicht. Bitte? War das nicht drin? Ach so, ist vielleicht der falsche Ja. Bitte, ist alles nicht drin, oder wie? Ah, ja, genau. Genau. Also Sie müssen es nicht abfotografieren, ist alles da. Ja. Genau, das ist sozusagen der didaktische Trick, dass wir dann weitermachen. Ja. Also ich meine, das ist nur zwischengeschaltet hier, dass dann sozusagen wir sie weiterschalten müssen und dann kommt diese Folie schon mal weiter. Ja. Also dann geht es weiter. Also das ist. Sorry, wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. Was ist sowas? Gemeinsame Nutzung von Daten, die ich hier in digitaler Form online irgendwo speichere, Nutzung von Online-Speichern. Ja. Cloud-Services sind sozusagen digitale Dienstleistungen. Cloud-Betreiber wie Dropbox, wie OCloud, wie auch immer sie heißen. Ja. Magenta Cloud, egal. Ja. Das sind alles digitale Dienstleistungen. Es werden Speicherplätze bereitgestellt, die Sie nutzen können, um dort Daten abzulegen, Daten abzurufen, kollaborativ, so ein schwieriges Wort, um kurz noch neu, kollaborativ an diesen Daten zu arbeiten. Ja, das sind digitale Dienstleistungen. Genauso wie Software as a Service. Ja, wenn Sie sozusagen Office 365 haben, nur noch im Netz, online in der Cloud arbeiten und Ihre Word-Dateien noch in der Cloud bearbeiten, dann ist das auch Software as a Service, sozusagen eine digitale Dienstleistung. Das ist kein Kaufvertrag. Es ist nicht, dass Sie digitale Inhalte erwerben, geht auch. Ja. Gibt es auch eine Variante, wenn Sie die Desktop-App runterladen. Ja. Aber wenn Sie es online nutzen, dann ist es Software as a Service und damit eine digitale Dienstleistung. Und damit haben Sie auch einen anderen anderes Nutzungsverhältnis. Digitale Inhalte laden Sie einmal runter. Digitale Dienstleistungen nehmen Sie dauerhaft in Anspruch. Dauerhafte Bereitstellung. Unterschiedlicher Charakter des Vertrages. Das eine ist ein Austauschgeschäft, das einmal durchgeführt, abgewickelt wird. Das andere ist ein Dauerschutzverhältnis. Ja. Also, Sie merken schon, auch wenn das jetzt komplex und abstrakt klingt, es ist doch irgendwie die Kategorien, die wir im BGB doch kennen. Austauschverträge oder Dauerschutzverhältnis, das ist vom Einordnen. Also, Software as a Service, Datei-Hosting, Cloud-Services, was ist auch noch drin? Streaming-Dienste. Ja? Wenn Sie irgendwie Apple TV haben oder Sie nutzen Netflix oder Sie haben Magenta TV, egal, ja? Ein Streaming-Dienst. Und Sie kaufen nicht einen Film im Sinne eines digitalen Inhalts, der Ihnen dann bereitgestellt wird irgendwo, ja? Sei es in Dateiform oder in einem Player, der eigens programmiert wird als digitale Dienstleistung und Ihnen bereitgestellt, sondern Sie kaufen einmal den Film nicht, ja, das kaufen nicht einmal den Film, sondern Sie streamen einfach. Ja, Sie schauen sich on demand irgendwelche Sachen an und zahlen dafür einen Monatspreis, einen Abo-Preis. Ja. Das ist eine digitale Dienstleistung. Und wenn Netflix nicht funktioniert, dann fällt der Filmabend aus, aber dann ist sozusagen eine Pflichtverletzung aus einem Dauerschuldverhältnis gegeben und nicht sozusagen wie bei den digitalen Inhalten, wenn Ihnen das Produkt bereitgestellt ist und Sie es nicht abspielen können, dann vielleicht möglicherweise das Problem bei Ihnen, weil Sie irgendwie Ihren MP4-Player nicht zum Laufen bringen oder sowas. Ja? Also das ist eine andere Kategorie. Also eigentlich ist gar nicht so schwer, diese beiden Begriffe und diese relativ abstrakten Definitionen auseinanderzuhalten. Sie merken sich einfach, digitale Inhalte, das betrifft die Übertragung, Bereitstellung von digitalen Daten, einmalig im Sinne eines Austauschcharakters. Und die digitale Dienstleistung, das sind das Anbieten von Dienstleistungen in digitaler Form,
die eben im Charakter eines Dauerschuldverhältnisses länger, über längere Zeit, über halt einen gewissen Zeitraum erbracht wird. Sie können natürlich eine Dienstleistung auch in kürzerer Form haben, aber in der Regel sind das eben längerfristige Abrufverträge, ja? Textverarbeitung, Online-Spiele, ja? Wenn Sie irgendwo online irgendwas zocken, ja? Und da irgendwelche Streaming-Diensten nutzen für diese Spiele, dann ist das auch eben eine digitale Dienstleistung. Hier ist noch ein Auszug aus der digitalen Inhalterichtlinie, der Erwägungsgrund Nummer 19. Es gibt sozusagen bei den Richtlinien dann natürlich den Richtlinientext, die Vorschriften, die drinstehen, die Artikel sind das meistens. Und als sogenannter Vorspann gibt es immer noch Erwägungsgründe, die auch immer relativ lang werden. Das ist sozusagen so ein bisschen wie wir das bei uns in den Gesetzesmaterialien haben, so Gesetzesbegründungen, ja, könnte man sagen. Also die Erwägungsgründe sind vorgeschaltet, haben keine normative Kraft, aber sind natürlich als Rechtserkenntnisquelle immer relevant. Das heißt, ich kann sie bei der Auslegung der Richtlinie, um zu verstehen, was wollte der Richtliniengeber denn erreichen, mit der Richtlinie kann ich sehr rationieren. Da steht eben auch sehr viel drin, was da alles erfasst werden soll. Hier heißt es, mit der Richtlinie sollen die Probleme angegangen werden, die bei den verschiedenen Kategorien von digitalen Inhalten, digitalen Dienstleistungen und ihrer Bereitstellung auftreten, um den rasanten technologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass die Begriffe digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen nicht schon bald überholt sind. Sollte sich diese Richtlinie unter anderem auf Computerprogramme anwenden, Videodateien, Audiodateien, Musikdateien, digitale Spiele, elektronische Bücher und andere elektronische Publikationen und auch digitale Dienstleistungen erschrecken, die Erstellung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten in digitaler Form sowie den Zugriff auf sie ermöglichen, einschließlich Software as a Service, bla 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 und so weiter. Ja, Dateien, Textverarbeitung und so. So, jetzt kommt der unterstrichene Part da unten. Da es zahlreiche Möglichkeiten für die Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen gibt, wie beispielsweise die Übermittlung an körperlichen Datenträger, das Herunterladen auf Geräte des Verbrauchers, das Streaming oder die Ermöglichung des Zugangs zu Speicherkapazitäten für digitale Inhalte oder zur Nutzung von sozialen Medien, sollte diese Richtlinie unabhängig von der Art des für die Datenübermittlung und gewährten Zugangs zu den digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen verwendeten Datenträgers gelten. Diese Richtlinie sollte jedoch nicht für Internetzugangsdienste gelten. Also Internetzugang, keine Anwendung, aber sonst ist diese Richtlinie auf alles, was digitale Daten und digitale Inhalte bezogen ist, anwendbar. Und jetzt sehen Sie daraus auch den eigentlichen Grund, warum ich gehe nochmal zurück, diese Definitionen in 327 Absatz 2, Satz 1 und Satz 2 so abstrakt gehalten sind, ja? Weil sie natürlich eine rasante technische Entwicklung haben. Ja? Sie haben immer neue Standards für die Übermittlung. Sie haben immer neue Ideen der Anbieter, wie jetzt irgendwelche Daten oder digitale Inhalte oder Produkte eben übermittelt werden, wie sie zur Verfügung gestellt werden, wie sie angeboten werden. Und um nicht jetzt schon sozusagen altes Recht zu gestalten, weil die Entwicklung schon wieder weiter ist, hat man diese Definitionen so offen formuliert, damit auch zukünftige Entwicklungen mit drunter fallen. Ja? Also deswegen ist das so breit, so abstrakt, so wenig greifbar. Aber wenn Sie sich sozusagen merken, was ist damit gemeint, was ist sozusagen der Hintergedanke des Ganzen, wie lässt sich das in die Kategorien des deutschen Rechts irgendwie sozusagen systematisch einpflegen? Ja, digitale Inhalte, diese Austauschbeträge, Übertragung eines digitalen Produkts hin oder digitale Dienstleistungen zur Verfügungstellung von dauerhaften oder über Zeit begrenzte zur Verfügung stellen von gewissen Diensten, die genutzt werden im Sinne eines eher bestehenden Dauerschuldverhältnisses, dann wird das greifbar. Ja? Zum Beispiel Falli. Ja? Falli, was ist mit Falli? Ist Falli jetzt ein digitaler Inhalt oder eine digitale Dienstleistung? Also, ich würde das subsumieren unter den zweiten Punkt, digitale Dienstleistung. Ja? Sie haben eine Online-Plattform. Nennen wir ja auch App, ja. Auch wenn Sie nichts runterladen in irgendeinem App Store, Apple keine Gebühr zahlen dafür, dass wir Falli da plattformübergreifend anbieten. Falli ist eine Dienstleistung, ist eine Anwendung. Sie nutzen das, ja. Kostenfrei in dem Fall. Sie nutzen das sozusagen, aber es ist eine Dienstleistung. Ja. Software as a Service, ja. Sie nutzen diese Plattform. So, die Frage ist, fallen wir unter die digitale Inhalterichtlinie und diesen Punkt? Und dafür brauchen wir ein weiteres Tatbestandsmerkmal, außer der Tatsache, dass wir ein digitales Produkt brauchen und einen Verbrauchervertrag, also Unternehmer-Verbraucher-Konstellation. Wir brauchen auch, wie es der 327 Absatz 1 sagt,
Eine Zahlung eines Preises. Der Unternehmer muss einen Preis dafür bekommen, dass sie diese Dienstleistung, dieses digitale Produkt erhalten. Und dann ist der Preis noch definiert in Satz 2. Preis im Sinne dieses Untertitels ist auch eine digitale Darstellung eines Werts. 327 Absatz 1, Satz 2. Jetzt stellt sich die Frage, was ist die digitale Darstellung eines Werts? Komisch, was soll das? Ja, dass sie halt auch in gewissen anderen Währungen, also als den klassischen Währungen, entgeltlichen Zahlungsmitteln auch eine Leistung erbringen können, zum Beispiel Bitcoin. Bitcoin ist ein abschließendes Wert. Natürlich variiert, je nach Stand des Bitcoins, aber auch mit Bitcoins könnten Sie hier sozusagen in einen Verbrauchervertrag über digitale Inhalte reinrutschen. Wenn Sie mal reinschauen, in 312. Also digital, also eine Zahlung eines Preises, ist, heißt in erster Linie Gegenleistung. Ja. Gegenleistung ist zu erbringen in Werten, also auch die digitale Darstellung eines Werts kann erfolgen. Und bei 3.12, da finden wir diesen Begriff des Preises auch. Da war früher gestanden Entgelt. Ja. Entgelt hat man jetzt geändert, damit das gleichgezogen ist. Auch der Preis findet sich auch hier, allerdings ohne diesen Zusatz, digitale Darstellung eines Werts. Da ist dann die Frage, wenden Sie das an, wenden Sie es nicht an? Also das könnte mal eine Auslegungsfrage sein, die aber jetzt für eine Anfängerklausur zu schwer ist. So, das heißt, digitale Inhalte, wenn die vom Unternehmer an einen Verbraucher übertragen werden oder verkauft werden, oder wie auch immer, wenn ein Vertrag darüber abgeschlossen wird, dann muss der Verbraucher an den Unternehmer einen Preis zahlen für dieses digitale Produkt. Ansonsten sind wir nicht im Anwendungsbereich dieser Vorschrift. Also die Anwendung dieser Schutzbestimmungen, die natürlich Verbraucherschutz bezwecken, ist nur gegeben, wenn der Verbraucher einen Preis zahlt dafür, unabhängig davon, ob er den in Bargeld, Buchgeld oder eben in Bitcoins zahlt. Noch viel mehr, auch die Bereitstellung personenbezogener Daten, also das sogenannte Bezahlen mit Daten, erfüllen diese Herausforderung. Das heißt, wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, Sie nutzen überall kostenlose Apps und zocken irgendwelche Spiele oder nutzen irgendwas, um Ihren Tagesplan ordentlich zu sortieren und Ihr Zeitmanagement voranzutreiben und wollen dafür Geld ausgeben, dann bezahlen Sie natürlich mit Ihren Daten, die Sie dort einpflegen. Ja, Sie bezahlen sozusagen mit Ihren Daten und das ist sozusagen eine erbrachte Gegenleistung. Und hier sehen wir in 327 Absatz 3, dass das Bezahlen mit Daten auch unter den Anwendungsbereich fällt. Dann heißt es, die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge über die Bereitstellung digitaler Produkte anzuwenden, bei denen der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder sich zur Bereitstellung verpflichtet. So, und da unterstreichen Sie sich dieses Wörtchen Preis und schreiben Sie vielleicht daneben den Absatz 3, damit Sie auf den verweisen. Und da unterstreichen Sie sich bitte das Wort personenbezogene Daten, damit Sie daran denken, dass das Bezahlen mit Daten auch den Anwendungsbereich dieser Vorschrift eröffnet. Das heißt, alle digitalen Produkte, die Sie eigentlich vermeintlich kostenlos beziehen, weil Sie kein Entgelt dafür bezahlen, also irgendwie die Fußballmanager-App, mit der Sie immer sozusagen sich jetzt vorbereiten, ja, beispielsweise FC Mobile. Ja. Der FC Mobile von den Fußballerleuten, da gibt es ein paar. Da äußert sich noch keiner. Ja. Also mein Sohn ist großer Fan davon. Ja. Jetzt Vorbereitung auf die EM. Ja. Früher war es FIFA und eSports, ja, das kennt jeder, habe ich damals auch gezockt, als ich noch Schüler war. Und Student natürlich. Das sind kostenlose Apps, die Sie nutzen können. Da müssen Sie kein Geld bezahlen. Ja, da können Sie natürlich Geld reinstecken, wenn Sie In-App-Käufe tätigen, ja, dann zahlen Sie einen Preis. Aber Sie können es vermeintlich kostenlos ohne Entgelt zahlen, ohne Geldzahlung nutzen. Aber wenn Sie das nutzen, dann bezahlen Sie natürlich mit Ihren Daten. Sie übertragen Ihre Daten, Ihre personenbezogenen Daten. Sie geben an, wer Sie sind, wie Sie heißen, was Sie für ein Alter haben, Sie geben an, vielleicht wo Sie sind, Ihre Standortdaten und so weiter. All das übermitteln Sie und dann bezahlen Sie natürlich mit diesen Daten. Dieser Hersteller, der sozusagen Ihnen das Produkt zur Verfügung stellt, der macht das ja nicht aus Altruismus, weil er Ihre Spielfreude befriedigen will und das so schön findet, sondern der macht das, weil er mit den Daten etwas machen will,
und das verkaufen will, entweder die Daten verkauft oder nutzt, um sein Produkt in gewisser Weise zu gestalten, um es dann an Unternehmen oder In-App-Mitdienstleister zu veräußern. Werbung beispielsweise irgendwie zu verkaufen und so weiter. Gut, also auch da bezahlen mit Daten fällt drunter. So, wir schauen nochmal in den 312 Absatz 1a. Da finden wir etwas Ähnliches. Da heißt es, die Vorschriften des Kapitel 1 beim allgemeinen Verbrauchervertragsrecht dieses Untertitels sind auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, bei denen der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder sich hierzu verpflichtet. Also auch das läuft gleich. Auch hier ist das Bezahlen mit Daten umfasst. Gut. Also Bezahlen mit Daten geht jetzt. Habe ich hier schon länger eine Frage im Chat? Mal schauen, ob da noch eine ist. Nee, eine ist da. Wenn Fanny nur noch denselben Inhalt anbietet, also es jetzt über Monate nur 5 Fälle geben würde, wir haben schon mehr, gell? So. Könnte man es dann auch als digitales Produkt bezeichnen und markieren auf den Folien oder im Gesetz? Den Zusatz habe ich noch nicht verstanden, müssen Sie präzisieren, bitte. Aber wenn jetzt Falli nur 5 Fälle anbietet, wäre die Frage, wie bietet Falli diese Fälle an? Können Sie die runterladen? Werden die bereitgestellt, die Sie nutzen können? Oder ist es eine dauerhafte Bereitstellung im Sinne einer Dienstleistung, weil wir ja diese Plattform bereitstellen? Und da würde man sagen, egal welcher Inhalt da drauf ist, wir stellen diese Plattform bereit. Sie kriegen die Daten nicht übermittelt, bereitgestellt zum Download, ja, sondern es ist ja eine App, die sozusagen Sie durchführt durch dieses Produkt. Sie kriegen ja nicht irgendwie einen PDF-Download oder andere Daten bereitgestellt und damit ist das eine Dienstleistung? So, jetzt die Frage: Zahlen Sie jetzt bei Fallen mit Ihren personenbezogenen Daten? Ja. Also würden wir drunter fallen oder nicht? Ja. Das ist natürlich nicht der Fall. Sie müssen da keine personenbezogenen Daten eingeben und wir ermitteln die auch nicht. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie tracken, wer da drauf geht. Also wir tracken natürlich schon, wie viele Zugriffszahlen wir haben, aber wir schauen nicht, woher sie kommen und so weiter und so fort. Und ordnen das auch nicht dem Alter der Nutzer zu und so weiter. Anders als das YouTube beispielsweise macht. Ja. Also da sieht man schon, welches Alter sie haben und sie eingeloggt sind und welche Daten angegeben haben. Da sieht man das schon. Aber hier eben nicht. Gut. So, also grundsätzlich, Sie merken sich, Zahlung eines Preises ist auch mit anderen Mitteln möglich als mit Geldzahlungen, sondern auch die digitale Darstellung eines Wertes beispielsweise mit Bitcoins wäre möglich. Und die Bereitstellung personenbezogener Daten würde ja auch drunter fallen als Element. Ob das zulässig ist oder nicht zulässig ist, ist wieder eine andere Frage. Ob das die Datenschutzbestimmungen erlauben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber für die Frage, sind Sie im Anwendungsbereich drin der Schutzbestimmungen, ist das auf jeden Fall zulässig und maßgebliches Kriterium. Gut. Dann haben wir noch eine Erweiterung, 327a, auf sogenannte Paketverträge. Paketverträge heißt, da werden einfach verschiedene Verträge miteinander verknüpft, und dann, um sozusagen als Lockmittel zu gelten. Und da ist die Frage, was haben Sie dann, welche Vorschriften wenden Sie dann an? Also zum Beispiel, Sie haben einen Vertrag über eine Sache mit digitalen Elementen. Was das genau ist, schauen wir uns noch an. Also einen körperlichen Gegenstand, wo digitale Elemente drin sein müssen. Und dann verknüpfen wir das Ganze noch mit einer Software as a Service beispielsweise. Also stellen dem irgendwelche Zusatzleistungen per App zur Verfügung, die der Nutzer, das heißt Sache, dieses körperliche Gegenstand mit digitalen Elementen eben auch nutzen kann. So ein Paketvertrag, da ist dann die Frage, sind Sie dann im Bereich der 327-Portfolio oder sind Sie in dem Bereich des besonderen Kaufrechts für den Kauf von Sachen mit digitalen Elementen? Und da sagt uns der 327a, dass bei solchen Paketverträgen eben diese Vorschriften auch anzuwenden sind. Und heißt es, die Vorschriften dieses Untertitels sind auch auf den Verbraucherverträge anzuwenden, die in einem Vertrag zwischen denselben Vertragsparteien neben der Bereitstellung digitaler Produkte die Bereitstellung anderer Sachen oder die Bereitstellung anderer Dienstleistungen zum Gegenstand haben, sogenannter Paketvertrag. Unterstreichen Sie einfach den Begriff Paketvertrag, dass der da drin steht, sind auch anzuwenden und dann Paketvertrag. Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt sind die Vorschriften dieses Untertitels jedoch nur auf diejenigen Bestandteile der Paketvertrags anzuwenden, welche die digitalen Produkte betreffen. Also Anwendung der Schutzvorschriften bei Paketverträgen auch, aber nur bezogen auf die digitalen Produkte. Macht ja auch Sinn, ja, dass man nicht sagen kann,
Es gibt diese Schutzbestimmungen und jetzt wird der Unternehmer plötzlich schlau und sagt, okay, wir machen so einen Paketvertrag, dann fallen wir nicht in den Anwendungsbereich rein, ja, dann sind wir draußen. Das verhindert der 327a Absatz 1, der sagt, nein, die Schutzbestimmungen gelten auch, wenn wir so einen Mischvertrag haben, aber sie beziehen sich natürlich nur auf den Gegenstand der digitalen Produkte, weil dafür sind sie ja zugeschnitten. Für alle anderen Bereiche macht es ja gar keinen Sinn. Und bei Waren mit digitalen Elementen, also ein körperlicher Gegenstand, der mit digitalen Elementen nur funktioniert, da brauchen wir andere Regeln. Ist auch klar. So ein tatsächlich körperlicher Gegenstand, der kann andere Fehler haben als jetzt ein rein digitales Produkt. Ja, wenn Sie Daten nicht bereitgestellt haben, weil eine Datei korrumpiert ist, die nicht funktioniert, man sie nicht öffnen kann, nicht abspielen kann, dann hat das eine andere Folge für die Nacherfüllung als beispielsweise, wenn Sie einen Gegenstand kaufen, der nur mit digitalen Elementen funktioniert. Und der aber einen Kratzer hat. Alles klar. Die Bereitstellung des digitalen Elements hilft dann nicht als Nacherfüllungsmittel. Ja. Das heißt, man braucht andere Rechtsbehelfe dafür. Gut. Also, Sie merken sich, auf Paketverträge findet das Ding Anwendung. Allerdings umfassen so Paketverträge dann die Elemente, die digitalen Produkte betreffen. Da finden die Vorschriften des 327 Absatz 1 folgende Anwendung, aber eben nur für diese Teile. Das andere ist sozusagen dann nach den besonderen Bestimmungen des Rechts der Produkte mit digitalen Elementen anwendbar. So, was sind das jetzt für Verträge? Ja? Was sind das für Waren, die da enthalten sind? Das ist zum Beispiel ein Handy, das Sie kaufen und da ist eine optionale App drauf, die Sie nutzen können, aber das Handy funktioniert auch super. Also stellen Sie vor, Sie kaufen ein Handy, das ist eine Sache, ein körperlicher Gegenstand, und dieses Handy funktioniert in der Regel nur mit Betriebssystem. Ja? Und dieses Betriebssystem ist natürlich ein digitales Produkt, ja? Würde man sagen. Das ist wichtig, dieses digitales Element. Digitales Element, das ist ganz wichtig, weil das Handy funktioniert ohne Betriebssystem nicht. Ja? Geht halt nicht. So, und das ist eng verknüpft. Ja? Und wenn da ein Fehler dran ist, dann betrifft das das Sonderrecht des Kaufrechts über Waren mit digitalen Elementen, die ohne dieses Zeug nicht funktionieren. Wenn jetzt auf dem Handy aber zusätzlich zu dem funktionierenden Betriebssystem noch eine App ist, des Betreibers, des Mobilfunkbetreibers beispielsweise, wenn Sie jetzt bei O2 sind oder Vodafone, dann gibt es dann so eine App, wo Sie dann Ihre Vertragsdaten einsehen können, die Rechnung anschauen können. Und das ist natürlich auch ein digitales Element, ja? Nicht ein digitales Element, Entschuldigung, ein digitales Produkt, ja? Das eine Dienstleistung, Ihnen diese App zur Verwaltung Ihres Vertrages zur Verfügung zu stellen, ist inbegriffen im Abo-Vertrag über Ihre Dienstleistung, Mobilfunkvertrag, Provider-Vertrag. Und wenn diese App mal nicht funktioniert, dann ist natürlich auch ein Teil kaputt. Das digitale Produkt wird nicht bereitgestellt, funktioniert nicht. Also werden sich die Frage stellen, wie kriege ich jetzt sozusagen mein Produkt wieder zu laufen. Ja, dann müssen Sie halt anschauen, 327 von folgen. Das ist sozusagen das Handy selber. Wenn das funktioniert, ist das sozusagen ist das nicht Gegenstand der Mängelrechte, sondern was dann kaputt ist, ist das digitale Produkt, nämlich die Bereitstellung der App, ja, als Dienstleistung, funktioniert nicht, wird nicht bereitgestellt. Und dann können Sie in den 327 von folgen Ihre Rechtsbehelfe suchen und beim Vodafone oder O2 oder wer auch immer die Bereitstellung der App dementsprechend einfordern. Ja. So, wenn jetzt das Handy kaputt ist, dann müssen Sie in andere Bestimmungen gehen. Also nehmen wir an, das Handy, das Betriebssystem ist nicht drauf, aber es funktioniert nicht, ja, gescheit, stürzt ständig ab. Dann müssen Sie halt sozusagen in die kaufrechtlichen Bestimmungen zu Waren mit digitalen Elementen gehen und dort haben Sie besondere Bestimmungen, wie Sie dann Ihre Mängelrechte geltend machen können. So, also. Wir unterscheiden sozusagen vom Anwendungsbereich die Produkte oder Waren mit digitalen Produkten, so wie wir sie jetzt gerade besprochen haben. Digitale Produkte im Sinne des 327 Absatz 2 Satz 1 und digitale Produkte, also digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen im Sinne des 326 Absatz 2 Satz 2. Das ist das eine. Waren, die solche Sachen optional mit dazu haben. Die Ware funktioniert aber ohne dieses Produkt auch. Also Sie können beispielsweise, wenn Sie ein Auto kaufen und da ein Infotainment-System einbauen, dann fährt das Auto auch, wenn das Infotainment-System nicht geht. Ja, das Auto fährt trotzdem. Wenn Sie jetzt ein Handy kaufen,
Mit Betriebssystem, das Betriebssystem funktioniert nicht, dann funktioniert das Handy auch nicht. Können Sie nicht telefonieren, können Sie nicht anmachen, können Sie nichts draufklicken. Also, wir müssen abgrenzen, was sind Waren, die digitale Produkte enthalten, das ist das eine, und was sind Waren mit digitalen Elementen. Und Waren mit digitalen Elementen, die fallen nicht unter den Anwendungsbereich der 327-Portfolio, die Waren mit digitalen Elementen, die funktionieren nur dann, wenn die digitalen Elementen auch funktionieren. Das ist das Kriterium. Ist die digitale Element so wichtig, dass die Ware ohne das digitale Element nicht funktioniert, dann sind wir im Bereich der 475b fortfolgende, also auch neue Bestimmungen, machen wir dann, wenn wir ins Kaufrecht kommen. Wenn wir das nicht haben, also die Ware auch ohne die digitalen Teile funktioniert, dann sind wir bei ganz normalen Waren, Paketverträgen, die auch digitale Produkte beinhalten, und dann sind wir bei 327, bei 27a Absatz 1. Ja. Gut, bei solchen Paketverträgen beispielsweise. Also, wenn Sie jetzt einen Mobilfunkvertrag bei was anderes, T-Mobile, ja, T-Mobile haben, ja, und dann haben Sie gleich einen Mobilfunkvertrag mit Handykauf abgeschlossen, ja, dann haben Sie alles mit drin. Sie haben ein Handy, das natürlich nur mit Betriebssystem funktioniert. Das ist eine Ware mit digitalen Elementen. Wenn da alles funktioniert, super. Ja. Interessieren Sie sich, wenn was kaputt geht, machen wir dann, wenn wir Kaufrecht sind. So, dann haben Sie auf unserem Handy natürlich die T-Mobile-App, ja, weil Sie da Ihre Rechnung verwalten. Diese T-Mobile-App ist ein optionales digitales Produkt, ist digitale Dienstleistung. Ja. Die laden Sie runter. Ein digitales Produkt ist die App, die Sie runterladen, kostenlos, gegen Daten natürlich. Und dann betreiben Sie diesen App-Service als digitale Dienstleistung, so ein digitales Produkt. So, und wenn das Ding nicht drauf wäre auf Ihrem Handy, kein Problem, das Handy funktioniert trotzdem. Ja, also ist es ein digitales Produkt, das unter anderem vielleicht das 27 Absatz 1 fällt. Und wenn die App ausfällt, weil sie irgendwie defekt ist, dann können Sie sich beim Betreiber melden und sagen, 327 Portfolio findet ihr an, weil ich dafür bezahle. Gut, also da muss man ein bisschen abgrenzen. Aber das ist eigentlich auch relativ logisch. Wir wissen also, Waren mit digitalen Elementen, das sind die Dinger, die nur mit den digitalen Elementen funktionieren, die digitalen Inhalten funktionieren, die sind gesondert geregelt. Da ist der 327 A Absatz 3 einschlägig. Der sagt uns ganz klar, Absatz 2 gilt nicht für Kaufverträge über Waren, die in einer Weise digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktion ohne diese digitalen Produkte nicht erfüllen können. Waren mit digitalen Elementen. Da legal definiert, unterstreichen Sie sich das auch entsprechend. Da sind wir dann im besonderen Kaufrecht und da gelten die 475b fortfolgende, und vielleicht kommentieren Sie sich sogar die 475b fortfolgende an den Paragraphen 327a Absatz 3 ran. So, das ist jetzt viel hin und her, viel abstrakte Definition, aber eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Wir wissen ganz, ganz klar, wir haben einfach durch die digitale Welt, durch die Digitalisierung neue Formen von Dienstleistungen und Produkten, die angeboten werden, die eben in die alten Kategorien nicht hundertprozentig reinpassen und die gewisse Besonderheiten eben erfordern, damit der Verbraucher anders geschützt wird. So, das macht das neue Verbraucherschutzrecht dadurch, dass es sagt, wir haben ein allgemeines Leistungsstellungsrecht für Verträge über digitale Produkte, und digitale Produkte sind entweder digitale Inhalte, ähnlich einem Kaufvertrag, die einmal bereitgestellt zum Download zur Verfügung gestellt werden. Oder wir haben die digitale Dienstleistung, die im Sinne einer Dienstleistungsvertrages, Dauerschuldverhältnis möglicherweise, auch dann zum Abrufen, zur Inanspruchnahme der Dienstleistung bereitgestellt wird. So. Und das betrifft alles nur Produkte, digitale Produkte, die nicht zwingend erforderlich sind, damit die körperlichen Gegenstände, auf denen wir diese digitalen Produkte nutzen, funktionieren. Und für die Fälle, die wir jetzt nicht genannt haben, nämlich die Waren mit digitalen Elementen, vielleicht digitalen Produkten, die elementar zwingend notwendig funktionieren müssen, damit die Ware auch funktioniert, für die haben wir Sonderbestimmungen. Die nehmen wir aus, die klammern wir aus. Gut, also eigentlich gar nicht so komplex. Also Handy oder Computer mit Betriebssystem, E-Auto mit digitaler Ladesteuerung. Ja, das sind so digitale Waren mit digitalen Elementen. Wenn beim E-Auto die digitale Ladesteuerung nicht funktioniert, kann das Auto nicht geladen werden und dann funktioniert das Auto nicht. Das ist also essentiell. Ja, wenn das Infotainment-System nicht geht, so what. Wenn die Heizung ausfällt, so what. Das Auto fährt trotzdem. Ist vielleicht ein Mangel, ist aber kein Mangel, der sozusagen die Ware unbrauchbar macht. Gut.
Dann gibt es noch neben diesen komplexen Anwendungsbereichs Bestimmungen auch noch Ausschlusstatbestände, wenn Sie reinschauen in den Absatz 5 in 327 und Absatz 6. Die Vorschriften dieses Untertitels sind nicht anzuwenden in Absatz 6. Das ist wichtig, dass Sie das nochmal unterstreichen Sie, die Vorschriften des Untertitels sind nicht anzuwenden auf Verträge über andere Dienstleistungen als digitale Dienstleistungen, unabhängig davon, in welcher Form sie und so weiter geliefert werden. Also andere als die Dienstleistungen, die oben betroffen sind. Verträge über Telekommunikationsdienste, hatte ich ja schon gesagt, das war im Erwägungsgrund schon drin, dass irgendwie Telefonverträge, Internetanbieter und sowas rausfallen. Behandlungsverträge Nummer 3, ja, nach 6.30 anfallen auch raus. Also wenn Sie jetzt irgendwie die Arzt-App sich runterladen und dann die Online-Sprechstunde mit Ihrem persönlichen Arzt durchführen, dann fällt es nicht unter den Verbrauchervertrag im Sinne des 327. Ja? Dann gibt es Sonderbestimmungen im Behandlungsvertragsrecht 360a von Trölen, die da eben diese entsprechenden Schutzbestimmungen beinhalten. 327 Absatz 5 ist noch relevant. Der Datenträger ist auch ausgeschlossen. Auch da gilt das nicht. 327.5. Die Vorschriften des Untertitels sind mit Ausnahme der 327b und 327c auch auf Verbraucherverträge anzuwenden, welche die Bereitstellung von körperlichen Datenträgern, die ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dienen, zum Gegenstand haben. Also wenn Sie grundsätzlich so einen Datenträger kaufen, eine CD, eine DVD, eine Blu-ray oder was auch immer, wo ein digitaler Inhalt drauf ist, zum Beispiel ein Film, dann gelten die Bestimmungen zwar schon, aber nicht die 327 B und 327c, sprich die Bereitstellungsbestimmungen und die Rechte bei unterbliebener Bereitstellung, macht natürlich keinen Sinn, weil die sind ja bereitgestellt auf den Datenträger. Ja, also das heißt, da gibt es gewisse Besonderheiten, wo sie eben hinsichtlich des Datenträgers dann das entsprechend ausgenommen ist. Kostenfreie Open Source Software ist auch ausgenommen. Also wenn Sie beispielsweise für Ihren YouTube-Channel, den Sie betreiben, oder Ihren TikTok-Kanal, ja, TikTok nutzen Sie können. Also diese Gaming gibt ja die Gamer, die sozusagen ihr eigenes Spiel irgendwie aufnehmen, dann auf YouTube streamen und dann gibt es so eine Fan-Community, die dann da zuschaut, wie andere Spiele spielen. Also das gibt es ja. Und wenn Sie dann für dieses Streaming eine Streaming-Software nutzen, die Open Source ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, hat jetzt dieser Open Source Software-Anbieter, wie zum Beispiel, wie heißt es, OBS Studio, ja, hatte ich auch zeitlang benutzt für Streaming, also nicht für, um meine Computerspiele zu streamen, sondern um die Volleyballs zu streamen. Haben diese Anbieter, diese Open Source Software, haben die sozusagen auch Verpflichtungen, diese Voraussetzungen da nach 327 Folgen einzuhalten? Und da haben wir auch eine Ausnahme für kostenfreie Open Source Software, die sozusagen ja vergemeinschaftet ist dann damit, sind ausgenommen. Online-Glücksspiel ist auch ausgenommen. Ja, also auch da, wenn Sie irgendwie Online-Casinos-App runtergeladen haben, dann fallen Sie auch raus aus dem Anwendungsbereich. Oder Online-Banking. Ja, also wenn Sie eine Online-Banking-App haben, die nicht funktioniert, dann müssen Sie die Bereitstellung auch nach dem Ihrem entsprechenden Girovertrag geltend machen und nicht nach dem 327 und Folgen. Fällt auch aus. Gut, jetzt schauen wir uns mal die Vertragspflichten an, die bestehen. Und da schauen wir einfach mal sozusagen in den 327.1 rein. Da steht ja drin, was ist denn tatsächlich Gegenstand des digitalen Produkts, ne? Digitale Dienstleistung und digitaler Inhalt, die eben entsprechend bereitgestellt werden müssen. Was ist die Bereitstellung? 327 Absatz 1 Satz 1. Was ist da geschuldet? Und da ist es so, je nachdem, welchen Vertrag ich abschließe, ob ich ein digitales Produkt kaufe oder eine digitale Dienstleistung in Anspruch nehme, also einen digitalen Inhalt kaufe oder digitale Dienstleistung in Anspruch nehme, danach konkretisiert sich ganz genau, was die Verpflichtung des Unternehmers für die Bereitstellung ist. Ja? Sowohl digitale Inhalte als auch digitale Dienstleistungen müssen ja bereitgestellt werden. Das sagt uns der 327 Absatz 1. So, und der Inhalt der Pflicht, der unterscheidet sich. Und je nachdem, was eben zur Verfügung gestellt wird. Ja, und das kann auch im Einzelfall unterschiedlich sein. Ja, wenn Sie jetzt ein E-Book kaufen, dann werden Sie verpflichtet, je nach der Vertragsgestaltung, dass halt eine Datei Ihnen übermittelt wird, die Sie lesen können. Entweder müssen Sie halt einen E-Book-Reader auch zur Verfügung gestellt bekommen, wenn das in irgendeinem
E-Book-Abo-System ist, wo Sie dann gewisse E-Books im Reader bereitgestellt bekommen. Dann muss die Datei halt in dem sozusagen mitgelieferten Reader angezeigt werden. Und Sie müssen halt die Datei übermittelt bekommen. Das ist abhängig davon, wie die Vertragsgestaltung ist. So, und genauso ist es bei den Dienstleistungen. Wenn Sie einen Streaming-Dienst haben und in Netflix schauen wollen, dann brauchen Sie ja irgendwie einen Dienst, der Ihnen sozusagen diese Daten dann on demand auf den Fernseher streamt oder auf was auch immer, wo Sie streamen, auch per App im Handy. Und da ist sozusagen die Bereitstellung dann halt auch in dieser Art und Weise, die dort vereinbart worden ist, muss die halt erfolgen. So, wichtig ist, diese Pflicht wird dann, diese allgemeine Bereitstellungspflicht, die natürlich abhängig davon ist, welches digitales Produkt Sie erwerben, die wird konkretisiert nach dem 327b. Und wenn wir da mal reinschauen, 327b, da steht Bereitstellung digitaler Produkte, gilt also für Dienstleistungen und für Inhalte. Und da haben wir eben eine Leistungszeitbestimmung in Absatz 2. Also wann muss bereitgestellt werden? Und da steht drin, sofern die Vertragsparteien keine Zeit für die Bestellung des digitalen Produkts nach Absatz 1 vereinbart haben, kann der Verbraucher die Bereitstellung unverzüglich nach Vertragsschluss verlangen, der Unternehmer sie sofort bewirken. Also Bewirkbarkeit und Fälligkeit der Leistung ist Pflicht. Die digitalen Produkte bereitzustellen, wird abweichend von den allgemeinen Regeln 271 in DB hier gesondert geregelt in 327b sofort. Ja? Das heißt, unverzügliche Bereitstellung, sofort mit der Bewirkbarkeit, unverzüglich, wissen Sie, ohne schuldhaftes Zögern, Bereitstellungspflicht sofort. Also in Erwägungsgrund 61 der digitalen Inhalte-Richtlinie kann man das auch konkretisieren. Da steht sofort drin und sofort ist also gemeint. Der 271 gilt hier also nicht. Also wenn Sie die Leistungszeit bestimmen wollen für die Bereitstellung, haben Sie hier eine Konkretisierung. Bei der Art und Weise der Bereitstellung, da haben wir den Absatz 3 und Absatz 4, der relevant wird. Und da, der unterscheidet danach. Das ist das, was ich Ihnen eingangs gesagt habe, ob Sie eben ein digitales Produkt in Form eines digitalen Inhalts erworben haben. Das ist eher dem Kauf, dem Sachkauf, dem Austauschvertrag ähnlich. Oder ob Sie eine digitale Dienstleistung, Dauerschuldverhältnis, Leistungsanbieten, Dienstvertrag erworben haben. Dann sind Sie im Absatz 4. Und das würde ich mir auch unterstreichen. Ein digitaler Inhalt ist bereitgestellt und eine digitale Dienstleistung ist bereitgestellt, damit Sie da einfach schneller sozusagen die relevante Stelle im Gesetzestext finden. So, wie ist das? Wann ist der digitale Inhalt bereitgestellt? Wenn der Inhalt dem Verbraucher unmittelbar oder mittels bestimmter Einrichtung zugänglich gemacht wird. Also entweder wird die Datei geschickt oder Sie kriegen sozusagen eine gewisse Einrichtung, einen E-Book-Reader zur Verfügung gestellt, wo sie dann aufkommt. Ja? Genauso bei der digitalen Dienstleistung ist bereitgestellt, Absatz 4, wenn der Dienstleistung dem Verbraucher unmittelbar oder mittels bestimmter Einrichtung zugänglich gemacht worden ist. Also wenn Sie beispielsweise eine App haben. Ja? Wenn Sie beispielsweise irgendwie Magenta TV haben und dann irgendwie, was weiß ich, was war jetzt die Antennenklassiker, sich irgendwie online Wattrennen streamen wollen, ja, dann muss Ihnen halt Magenta TV eine App zur Verfügung stellen, wo Sie das streamen können. Ja? Und einen Streamingdienst bereithalten, wo Sie das tun können. Oder halt bloß eine Webseite, je nachdem, wie es halt vereinbart ist, vertraglich. Gut. So, jetzt ist klar, was ist die Vertragspflicht? Ja, also wann kommen Sie rein? Sie brauchen erstens mal natürlich Verbraucherverträge über digitale Produkte, digitale Inhalte, digitale Dienstleistungen, die von einem Unternehmer an Verbraucher bereitgestellt werden und der Verbraucher muss dem Unternehmer einen Preis dafür zahlen, bis gleich auch Zahlung mit Daten geht. So, und das heißt, die Bereitstellung ist geschuldet. Und jetzt die Frage, was ist der Inhalt der Pflicht? 327b sagt uns, was der Inhalt der Pflicht ist. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die Bereitstellung unterbleibt, wenn also nicht bereitgestellt wird. Und da haben wir ein eigenes Regime für die Pflichtverletzungstatbestand der Nichtbereitstellung, der unterbliebenen Bereitstellung. Man könnte das im allgemeinen Leistungsstörungsrecht auch als Nichtleistung bezeichnen. Ja? Man hätte das bei der Umsetzung der Richtlinie auch in das allgemeine Leistungsstörungsrecht integrieren können, wenn man sauber gearbeitet hätte. Aber so hat man lieber halt die unterbliebene Bereitstellung genannt und hat dann gesagt, okay, 327 unterbliebene Bereitstellung und da haben wir die entsprechende Regelung. 327c Absatz 1 sagt erstmal Vertragsbeendigung kann ich verlangen beispielsweise, aber erstmal muss ich auffordern.
zur Bereitstellung. Und die Aufforderung zur Bereitstellung, was ist das? Nichts anderes als die Fristsetzung, die wir schon kennen beim 323 aus Absatz 1 beispielsweise. Das heißt, kommt der Unternehmer seiner Fälligkeit, ja, Leistungszeit 327b Absatz 2, seiner fälligen Verpflichtung zur Bereitstellung des digitalen Produkts auf Aufforderung, unterstreichen, auf Aufforderung des Verbrauchers nicht nach, nicht unverzüglich nach, so kann der Verbraucher den Vertrag beenden. Unterschreiben Sie sich die Vertragsbeendigung. Nach einer Aufforderung gemäß Satz 1 kann eine andere Zeit für die Bereitstellung nur ausdrücklich vereinbart werden. So, das heißt, Sie können den Vertrag beenden, wenn eine vorherige Aufforderung erfolglos geblieben ist. So, Vertragsbeendigung, was ist das? Was ist die Vertragsbeendigung? Vertragsbeendigung beendet letztlich den Vertrag. Das ist also die klare Folge. Wenn Sie Vertragsbeendigung erklären, dann ist der Vertrag beendet, die Vertragspflichten enden. Was kennen wir jetzt bisher? Vertragsbeendigung kennen wir bisher nicht. Wir kennen Rücktritt, der wickelt den Austauschvertrag rückab, ja. Vertragspflichten enden, Schuldverhältnis wird rückabgewickelt, wird gewandelt in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis, die ausgetauschten Leistungen zu mehr. Wir kennen die Kündigung. Was macht die Kündigung? Die beendet die Vertragspflichten für die Zukunft. Was macht die Vertragsbeendigung? Das ist die Frage. Die macht beides. Die macht beides. Denn unabhängig davon, was Sie gekauft haben, ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung, macht die Rückabwicklung bzw. die nur zukünftige ex novo Beendigung des Vertrages mehr Sinn. Das heißt, die Beendigung kann beides sein. Die Beendigung kann quasi wie ein Rücktritt den Vertrag rückabwickeln und das macht Sinn, wenn Sie einen digitalen Inhalt gekauft haben, E-Book, dann müssen Sie es zurückgeben, ja? Oder den Inhalt löschen. Ja? Also wenn Sie das E-Book zurückgeben, ja? Dürfen Sie nicht mehr nutzen, den rückabwickeln. Oder wenn Sie eine digitale Dienstleistung Vertrag beendigen, Dienstleistung erworben haben, dann endet die halt ex novo. Ja? Wenn Sie Netflix-Abo kündigen, dann sind Sie halt raus. Ja? Dann wird der Vertrag beendet für die Zukunft. Die empfangenen Leistungen, die werden nicht rückabgewickelt. Ja? So, das heißt, die Vertragsbeendigung ist ein neues Institut und umfasst letztlich all das, was Rücktritt und Kündigung eben entsprechend auch schon je nach Vertragstyp umfassen. Also man hätte auch durchaus, wenn man die Verträge anders eingeordnet hätte, und gesagt hätte, das sind Austauschverträge, das sind eben Dienstleistungsverträge, hätte man durchaus das Ganze zuordnen können zu Rücktritt und Kündigung und dann hätte man ein einheitliches System gehabt. Ja. Gesetzgeber hat sich zu einer anderen Umsetzung entschieden. Wir haben jetzt ein neues Rechtsinstitut. Die merken sich, methodisch, ja, von der Funktionsweise ist die Vertragsbeendigung nach dem 327c Absatz 1 entweder ein Rücktritt, ja, gleichgestellt, ist nicht. Es ist nicht der Rücktritt, nicht dieselbe Folge, aber es ist gleichgestellt funktional ein Rücktritt bei dem Austausch von digitalen Inhalten und es entspricht funktional der Kündigung beim Erwerb von digitalen Dienstleistungen. So, das heißt, wir müssen das entsprechend so einordnen. Die Vertragsbeendigung ist wie der Kündigung und der Rücktritt auch eine Willenserklärung. Da ergeben sich keine Besonderheiten. Die Rechtsfolgen sind geregelt in 327o, 327c Absatz 4, die entweder eine Rückabwicklung ex novo oder Rückabwicklung oder keine Rückabwicklung, sondern die Vertragsbeendigung für die Zukunft eben beinhalten. Das entscheidet sich eben danach, je nachdem, welchen Bereich eben das relevant ist. So, das heißt, Erklärung der Vertragsbeendigung ist eine Willenserklärung, das heißt auch die Voraussetzung, allgemeine Voraussetzung für das Wirksamwerden von Willenserklärungen ist vorliegen. Das heißt, hier haben wir wieder klassische Einbruchstelle für die Problemstellen des AT, ja, BGB AT. Gut, es gibt noch gewisse Ausschlusstatbestände für die Vertragsbeendigung. Wenn der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist, wissen wir, dass das Rücktrittsrecht nicht verjährt, weil das ein Rücktrittsrecht ist, nur Ansprüche verjähren. Arbeitsrücktrittsrecht ist nach 218 ausgeschlossen. Und der 327c Absatz 5, der verweist auf den 218. Da heißt es nämlich, 218 ist auf die Vertragsbeendigung nach Absatz 1 Satz 1 entsprechend anzuwenden. Also unterstreichen Sie sich den 218 ist entsprechend anzuwenden. Ja? Dann wissen Sie auch ganz genau, auch bei so Verjährungskonstellationen haben Sie das eben entsprechend auch. Gut. Dann gibt es für fehlende Bereitstellung auch Schadensersatz. Ja.
Schadensersatz nach Absatz 2 liegen die Voraussetzungen für einen Beendigungsvertrag nach Absatz 1 Satz 1 vor. So kann der Verbraucher nach 281 Absatz 1 Schadensersatz, also statt der Leistung, ja, oder neben der Leistung, je nachdem, oder nach 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, wenn die Voraussetzungen dieser Vorschrift vorliegen. Also auch hier gibt es sozusagen ein eigenes Leistungsstörungsrecht, Schadensersatz, nur wenn die Rücktrittsvoraussetzungen vorliegen, also wenn schon aufgefordert wurde, die Leistung nach Aufforderung nicht sofort bereitgestellt wird, dann kann Schadensersatz verlangt werden, Schadensersatz statt und neben der Leistung in Form des einfachen und des Verzögerungsschadensersatzes. Fristsetzungserfordernis in 281 wird durch die Aufforderung ersetzt, aber ansonsten knüpft sozusagen das besondere Leistungsstörungsrecht der Verträge von digitalen Produkten an das allgemeine Leistungsstörungsrecht an und modifiziert das aber. Ja. Das heißt, ähnlich wie mit dieser Vertragsbeendigung, die ja an Neusätzen tun ist, die irgendwie je nach Vertragstyp sozusagen ein funktionales Kündigungsrecht beziehungsweise an das Rücktrittsrecht angelehnt ist, sich anknüpft, knüpft das Schadensersatzrecht aber explizit an das allgemeine Leistungsstörungsrecht an, aber modifiziert es natürlich, weil wir statt der Fristsetzung natürlich eine Aufforderung haben, die eben in dem neuen Regelungswerk drinsteht. Aufwendungsersatz gibt es auch, 284, 280, 1, 3, 2, 83, 311a Absatz 2 bleibt unberührt. Auch das ist sozusagen in Satz 3 geregelt. Ansprüche des Verbrauchers, Schadensersatz nach 283 und 311a Absatz 2 bleibt unberührt. Das heißt, da gilt das allgemeine Leistungsstörungsrecht, wie wir es kennengelernt haben, auch. Ja? Das heißt, wir haben nur für den Schadensersatz statt der Leistung, neben der Leistung, bei Verzögerung der Leistung haben wir die Modifikation in 327c Absatz 2 und dort wird verwiesen dann eben unter Modifikation aufs allgemeine Leistungsstörungsrecht. Dann haben wir Regelung zur Entbehrlichkeit der Aufforderung 327c. Wenn der Unternehmer die Bereitstellung verweigert, also er muss sie nicht endgültig und ernsthaft verweigern, es reicht, dass er sie verweigert, die Bereitstellung, Verbraucherschutz, ja, und so weiter. Und da gibt es noch weitere Entbehrlichkeitstatbestände, die ähnlich dem 323 Absatz 2 angeordnet sind. Dann haben wir noch Regeln für die Möglichkeit der Bereitstellung. Was ist da? Ja, was ist, wenn wir in die Ansprüche also 83 zum Beispiel rein wollen? Was passiert mit der Nichtleistungspflicht? Da gilt das allgemeine Leistungsstörungsrecht. Da haben wir keine abweichenden Regelungen. Sie sehen also auch hier, das neue Vertragsrecht bei digitalen Produkten ist sozusagen eingebettet in das allgemeine Leistungsstörungsrecht, das Sie schon kennen, aber in gewissen Bereichen gibt es Modifikationen ohne ein neues Rechtsinstitut, das wir in Klammern gar nicht gebraucht hätten, aber wir haben es trotzdem. Ja? Also wir haben das Rechtsinstitut der Vertragsbeendigung, da wissen Sie, was das funktional ist und den Schadensersatz, den müssen wir halt modifiziert sehen, so wie es drinsteht. Ja? Ansonsten sind Sie beim allgemeinen Leistungsstörungsrecht und das kennen Sie schon. Ja? Das ist also nichts anderes. Also auch da keine Angst, Unmöglichkeit, Gegenleistungspflicht, Untergehen der Gegenleistungspflicht bei Unmöglichkeit, all das nach allgemeinen Regeln. So, dann machen wir jetzt noch die letzten zwei, noch kurz den zweiten Bereich der Pflichtverletzung, denn die Nichtleistung ist gleich die Nichtbereitstellung, haben wir ja abgehandelt. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn die Leistung zwar kommt, aber nicht vertragsgemäß ist, also die Schlechtleistung. Ja, Pflichtverletzung im Sinne einer Schlechtleistung. Was passiert dann? Und hier ist eigentlich auch nicht anders als im allgemeinen Leistungsstörungsrecht, nur mit Modifikationen. Auch die Schlechtleistung führt natürlich zu gewissen Mängelrechten. Ist ganz klar, wenn die Leistung nicht vertragsgemäß erbracht wird, dann muss sie eben entsprechend nach den Grundsätzen eben nacherfüllt werden oder es gibt dann halt Mängelrechte. Und dazu muss man natürlich bestimmen, wann ist denn Vertragsmäßigkeit gegeben? Wann entspricht das Produkt, das digitale Produkt, denn dem vertragsmäßigen Anforderungen. Und hier verweist der 327d oder ist der 327d relevant? Vertragsmäßigkeit digitaler Produkte unterstreicht sich einfach das Vertragsmäßigkeit. Ist der Unternehmer durch einen Verbrauchervertrag gemäß 327, 327a zur Bereitstellung eines digitalen Produkts verpflichtet, so hat er das digitale Produkt frei von Produkt- und Rechtsmängeln im Sinne des 327e bis 327g bereitzustellen. So, nichts anderes als auch beim Kaufvertrag erforderlich ist beispielsweise oder beim Dienstvertrag die Dienstleistung, dass die eben dem vertraglich Vereinbarten entspricht. So, das heißt, Produktmangel können wir uns anschauen. Ja, das ist der 327e. Dann ist der 327f betroffen. Aktualisierung, haben wir vorher schon genannt. Und 327g betrifft dann den Rechtsmangel. Und da sehen wir sozusagen auch einen subjektiv-objektiven Mangelbegriff.
Der Produktmangelbegriff, der ist entsprechend dem Produkt, dem Mangelbegriff des 434 nachgebildet. Den kennen Sie natürlich noch nicht, wann ein Kaufgegenstand mangelhaft ist. Und deswegen lassen wir das sozusagen jetzt noch ein bisschen rum und machen das dann im Kaufrecht detailliert, weil sich da für das Recht der digitalen Produkte nichts anderes ergibt, außer dass Sie eine andere Vorschrift wählen und vielleicht ein paar Modifikationen in der Sache haben, weil Sie eben ein digitales Produkt haben, kein körperliches. So, also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Navigations-App und die kommuniziert nicht mit dem im Gerät verbauten GPS-Sensor. Ja. Wir wissen ja, Handy ist ein GPS-Sensor und wenn die Navigations-App mit GPS nicht kommuniziert, dann funktioniert das nicht. Ja. Und das würde man sagen, ist einfach ein Produktmangel. Ja. Weil wenn Sie eine Navigations-App kaufen als digitalen Inhalt im App Store erwerben und dafür Geld zahlen, dann wollen Sie auch, dass das Ding mit Ihrem Gerät funktioniert. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, ist es ein Mangel, ein Produktmangel. Und dann können Sie natürlich Nacherfüllung verlangen. Ja. Müssen sagen, neu programmieren bitte. Ja. Und dazu auffordern. Also Produktmangel liegt davor, wenn das eben den subjektiven und objektiven Anforderungen kumulativ nicht entspricht. Also es muss beiden Anforderungen, subjektiven und objektiven Anforderungen, subjektiven Anforderungen, die vereinbart worden sind, objektive Anforderungen, die generell an solche Produkte gestellt werden, entsprechen. Dann gibt es Regeln zur Beschaffenheitsvereinbarung, wo wir nicht tief einsteigen wollen, weil wir es im Kaufrecht noch machen. Und den maßgeblichen Zeitpunkt für die Mangelfreiheit ist die Bereitstellung. Also ähnlich wie bei der Übergabe der Sache, Gefahrübergabe im Kaufrecht ist die Bereitstellung der Sache hier relevant. Es gibt eine Vermutungsregel. So, und wenn also Produktmangel vorliegt, dann sind wir bei den Mängelrechten. Die schauen wir uns gleich noch überblicksmäßig an. Und dann sind wir beim Produktmangel. Dann vielleicht noch eins zur Aktualisierungspflicht. Es gibt tatsächlich auch Teil der Mangelfreiheit ist, dass die Produkte auch eine Zeit lang immer wieder aktualisiert werden, auf dem neuesten Stand gehalten werden. Das findet sich im 327F. Und wenn ein Produkt nicht aktualisiert wird, wenn die Sicherheitsupdates nicht eingespielt werden beispielsweise oder bereitgestellt werden, dann ist das Produktmangel. Da können Sie auch Mängelrechte geltend machen. So, Rechtsmangelbegriff 327G machen wir also im Kaufrecht. Gut, was sind die Rechte des Verkäufers oder des Verbrauchers bei Mängeln? Und da haben wir ein ganz ähnliches Bild wie eigentlich sonst auch. Wir haben gesonderte Rechte, ja, Nacherfüllungsrecht haben wir im Kaufrecht auch. Etwas Besonderes natürlich gestaltet ist, weil wir ein digitales Produkt haben, kein körperliches. Dann haben wir eine Vertragsbeendigung, eine Minderung. Auch das sind Elemente, die wir im Kaufrecht haben. Vertragsbeendigung, neues Institut, ja, Rücktrittswirkungen beziehungsweise Kündigungswirkungen, je nachdem, was eben bereitgestellt ist. Und Schadenersatz haben wir auch, ja, mit Aufwendungsersatz auch wieder modifiziert, 281, 327M, Absatz 3. Wieder die Modifikation im speziellen Recht, aber immer wieder der Verweis auch aufs allgemeine Leistungsstellungsrecht. Also auch hier müssen Sie sich nur die Vorschriften einmal durchlesen, sich die maßgeblichen Dinge unterstreichen und dann sich klar machen, es wird hier nur ein bisschen das allgemeine Leistungsstellungsrecht modifiziert. Ansonsten ist alles gleich. Keine Angst, alles gleich. So. Und dann den Unternehmerregress in der Lieferkette, den machen wir auch im Kaufrecht, den 327U, den wir ja schon erwähnt haben. Also das ist sozusagen das, was Verträge über digitale Produkte beinhalten. Abschließend Beispielsfall können Sie zur Heimarbeit mitnehmen. Löhnen gehen wir jetzt nicht durch. Also haben wir keine Zeit mehr. Da habe ich es Ihnen aufgeschlüsselt, was das war einfach sowas mal prüfen in der Klausur, wie wird das aufgebaut? Wenn Sie Fragen dazu haben, gerne auch nächste Woche Montag. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine schöne Restwoche, schönes Wochenende und dann toi 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 für die Klausurbesprechung am Freitag, damit sich Ihre Punkte, die vielleicht Sie noch offen haben, wenn Sie nicht wissen, was jetzt der Kritikpunkt war, dass Sie das auch dann entsprechend verstehen, was genau der Korrektor im Grunde gemeint hat. Herzlichen Dank, alles Gute, ciao.